So, dann überlegen wir, was wir als nächstes machen. Tier 5, Tier 5, Tier 5. Tier 5, noch ein Tier 5. Sind bei 46, keine Risiken eingehen. Asset Caverns. Let's make a Tier 5. Total low-levelige. Oh, wenn das Ding halt nicht mehr hergibt. Dann sind wir hier drin. Und dann laufen wir da so. Und dann gucken wir da so. Und dann geht's hier. Ja, kann man sich natürlich wirklich überlegen, ob man sich dann an Tier 6 rantraut. Achso, nee, warte. Was ich jetzt wieder vergessen habe, was ich jetzt mal mache, ich arbeite mal die Master Missions ab. Da habe ich ja 6 Stück. Also muss ich nochmal 6 Tier 5er machen. Da habe ich ja schon wieder nicht dran gedacht. Was haben wir denn jetzt hier für eine. Oh, Armor Scrap. Total wertvoll. Was haben wir denn für eine Levelstruktur hier? Ist das ein Schlauch? Weil dann muss ich da nochmal hoch. Hier rechts schauen. Oder geht es dann da auch rum? Man weiß es nicht. Nee, das ist ein Schlauch. Ja, okay. Dann. Gucken wir mal. Du steckst dich hinter dem Sanktum-Eingang, ja? Da denkst du, da traue ich mich nie ran. Ja? Oh, eine Expedition? Sehr gut. Auch bei der Expedition sollten wir mal schauen. Ich habe die zwar ein paar Mal jetzt schon gemacht, aber noch nie was verbraucht. Gut, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch noch nie wirklich richtig verstanden, wie es geht. Was da die effektiven Sachen sind. Man levelt halt auch hier die Münzen so langsam, dass wahrscheinlich jetzt mal langsam Sinn machen würde, mal was zu probieren. Ist nicht ganz so weit weg davon. Die gutste Gwennen. Was haben wir denn hier? Immune to Fire ist zum Beispiel nicht gut, also das sollten wir auf jeden Fall aus dem Weg gehen. Aber die Kisten hier wären gut. Das heißt, machen wir das erste hier. Und das zweite da. Können wir das mitnehmen hier? To not grasp flasks kann man, glaube ich, überleben. Nach da oben. Ach ja, da geht es schon irgendwie. Da trennt sich jetzt hier der Weg. Interessant. Würdest du bitte aus dem Weg gehen hier? Hat's gerade Wump gemacht. Ist gut. Wie viel haben wir noch? Noch zwei. Wo war der letzte? Der war hier, oder? Dann kann jetzt einer hierher. Lightning Resistance können wir eigentlich mitnehmen, die stört nicht. Und dann noch hier die Kiste. Und was nehmen wir hier? Penetrate Lightning, das ist dasselbe. Na gut. No risk, no fun. Wie keine Gegner hier. Oh oh. Das schaut jetzt gar nicht mal so gut aus. Relativ aggro, mir meinen Golem schon wieder weggemacht. Der ist dick. Den Golem schon wieder weggemacht. Er bleibt halt zusammen, dann tue ich mir doch leichter. Kaskebrute! Ausgebrühte Geschichte.
Haff halt nicht immer weg, Kaskelbote. Also, du bist gar nicht Kaskelbote. Das Blow-Ding sieht ja. Weiß ich nicht, was. Na gut. So, aufgeräumt. Aufgeräumt. Eine Terrasse. Broken Circle. Was für ein langer Monstername. Na gut. Schließt sich jetzt hier der Kreis, nehme ich mal an. Ein Atoll. Tier 4. Wie wär's mit einem Tier 6 Drop? Will ja jetzt nicht irgendwie zu viel fordern oder so. Aber wenn ich doch in Tier 5 bin, dann macht es doch Sinn, dass Tier 6 droppt. Oder nur aber Fusing. Es dürfte mein Inventar ziemlich voll sein. Es ist relativ viel hier rares Zeug gedroppt. Mana ist gone, that's true. Ein Orb. Langsam aber sicher sollten wir uns doch dem Boss mal hier nähern. Noch eine Tier 5, jawohl. Nehme ich mit. Und dann ist er das wohl. Also das ist wieder so ein Combo-Boss-Ding hier. Vier Pieces, vier Leute. Das ist schon viel. Spawnen immer irgendwelche anderen noch dazu. Oh, wie wäre es denn jetzt mal mit nicht mich killen, sondern mit sterben? Das ist schon mal gut, number one. Und dann sind das dann doch plus zwei dicke. Na, jetzt habe ich Tee gemacht, das wollte ich doch gar nicht. Komm, Markaktik, der Betrayer. Wollen wir uns mal jetzt konzentrieren hier. Dass du mal hier einen Abgang machst. Betrayer. Jawohl. Abgang gemacht. Boss weg. Genau. Zimmer voll, das ist Müll. Wie kommt denn das da rein? So, ja dann. Haben wir das. So schön. Ein Saphira 5er. Ist eigentlich ordentlich. Hallo.
kann alles unangeschaut weg. Schade eigentlich. 79 live. Armor Energy Shield. Aber halt, also live und Lightning Resistance ist schon nicht schlecht, ein bisschen Armor. Aber die Hand kann auch nichts. Dann würde ich sagen, überlegen wir uns mal, was wir als nächstes machen.